Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce. Wir sind zurück mit einem neuen Haul-Video. Also begrüße ich natürlich ganz herzlich noch die Gefährtin. Hallo Gefährte. Hallo, und wir waren in Oberhausen, genauer gesagt einmal bei JB Spielwaren, da war ja dieses Star Wars Event, und zweitens bei einem Lego-Store natürlich. Und ihr könnt in Oberhausen. In Oberhausen. Ihr könnt natürlich, wir haben uns überlegt, bevor wir jetzt den Gesamtpreis sagen, ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so schätzt. Und am Ende des Videos gehen wir dann eben auf die Preise ein. Und natürlich machen wir das ja jetzt nicht jede Woche, sondern vielleicht mal alle 2-3 Monate so einen großen Einkauf. Fangen wir aber jetzt sofort an mit den Sets von JB Spielwaren. Ja, das erste Set ist untypisch für uns. Ein Technik-Set. Und nein, das ist kein April-Scherz. Und nein, es ist nicht unser Set. Genauer gesagt, ist es was, Gefährtin? Ich wollte nur sagen, es hat uns so gut gefallen, das musste einfach mit. Aber es hat uns deswegen so gut gefallen, weil es eigentlich ein Geschenk ist für jemanden, der ganz technikbegeistert ist. Und deswegen musste dieser Bagger mit. Und wir haben wirklich keine Ahnung, wir haben uns beraten lassen und wir haben darauf vertraut, dass der Verkäufer das Richtige sagt, dass das jetzt das beste Technik-Set ist von den eher kleinen. Aber ich glaube, wir können damit jemanden sehr glücklich machen. Genau, aber mehr können wir eigentlich nicht dazu sagen. Wir wollten es euch trotzdem mal zeigen. Genau, wenn ihr das Set auf jeden Fall kennt, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Set haltet. Das zweite Set ist das beste Star Wars Set der aktuellen Welle. Genauer gesagt ist es jetzt das zweite Mal, dass wir dieses Set kaufen. Ja, es waren einfach sehr gute Rabatte, sage ich mal. Und da konnten wir es halt nicht lassen. Und wie gesagt, man kann das Set einfach für alles gebrauchen, Figuren, Teile, das musste einfach nochmal mit. Und Gefährtin, wer ist das? Der Honigtopf. Der Honigtopf, das ist der Spitzname des Guten. Aber ja, kann man auf jeden Fall mal kaufen, wenn es gut Rabatte gibt. Ja, jetzt fange ich schon mal mit diesen eher speziellen Sachen an. Hier nur kleiner Spoiler, ihr seht es am Preis 55 Euro. Das hier ist ja eigentlich auch ein exklusives Set bei Lego. Und geht auch gleich aus dem Programm. Warum haben wir uns jetzt den TIE Fighter Helm gekauft, Gefährtin? Ganz einfach. Wir wollen alle sammeln. Genau, wir haben jetzt die zwei ersten, den Boba Fett und den Stormtrooper. Da haben wir gedacht, komm, wir nehmen den mit. Vor allem, weil er, wie gesagt, heutzutage schon fast ziemlich selten ist. Fast überall ausverkauft. Deswegen guter Preis. Aber er gefällt uns halt auch mega gut. Und ich glaube, wir finden den auch am besten von diesen, also von diesen dreien. Die beim ersten Mal rausgekommen sind. Genau, aber Stream oder Video wird bestimmt nochmal kommen. Das und die Rückseite, klar. Genau. Aber werdet ihr bestimmt mal in einem anderen Video sehen. Ja, das hier eigentlich schon fast ein Experiment. Aufbewahrungsboxen für Figuren oder um die halt auszustellen. Das hier sind, also damit kann man 16 Figuren ausstellen. Hier nochmal 16 Figuren. Ja, der Kaufgrund 50% Rabatt. Ihr könnt ja auch, also Originalpreis sagen wir ja gegen Ende. Und wir wollen das einfach mal testen, wie das aussehen würde. Wenn es nicht gut aussieht, haben wir nicht zu viel Geld ausgegeben. Genau, und da einmal noch zu erwähnen, also was ich zum Beispiel ziemlich cool finde, die sind halt mini klein und man kann die effektiv auch übereinander oder nebeneinander stapeln. Ja genau, nee, du kannst nochmal zeigen. Hier rechts dieses Bild, da kann man es halt ganz gut erkennen, dass man die halt, so wie man möchte, einfach übereinander, nebeneinander stapeln möchte. Und wir hatten uns dazu überlegt, weil wir uns ja nicht einig waren, was wir da reinstellen, vielleicht einfach die teuersten Figuren da reinzusetzen. Was? Harry Potter? Das kann ja nur wieder die Gefährtin sein. Ich habe das Gefühl, wir sind wirklich chaotisch. Star Wars, Technik, Harry Potter und nachher kommen noch andere komischen Sachen. Aber effektiv, ein Harry Potter Set musste sein, nämlich dieses coole Schachspiel. Also der Gefährte ist ja nicht so der Harry Potter Fan, aber ich auf jeden Fall. Und ich fand dieses Set von Anfang an mega cool und das war auch runtergesetzt, also musste ich zuschlagen. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht machen wir mal so ein Video, wo wir Schach gegeneinander spielen. Und hier nicht wundern, die Gefährtin ist schon am Bau. Ja, genau. Ich konnte es nicht erwarten und ich habe schon das Schachspiel fertiggestellt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber wie gesagt, Reviews oder sonstiges kommt mal in einem anderen Video. Das Coole daran ist eben, wie gesagt, Harry Potter ist eher mein Fall, aber der Gefährte spielt halt auch gerne Schach, also passt das ganz gut. Genau, nochmal die Rückseite. Ja. Ist, glaube ich, auch exklusiv bei Lego, gibt es halt dann auch bei JB Spielwaren. Genau. Sehr, sehr cool. Ja, jetzt eigentlich der Grund, warum wir da waren.
Es gab diese coole Aktion, bei 175 Euro Einkauf bekommt man so eine Box geschenkt. Nur kurz hier, die haben wir uns einzeln gekauft. Das ist Saw Gerrera. Also das ist von Bricks of Maze, selbst designt, aber mit originalen Lego-Teilen. Hat 10 Euro gekostet. 10 Euro und ist Nummer 232 von 500. Ist eigentlich wirklich so eine Sammelfigur. Und wir dachten uns, wenn wir schon mal da sind, nur ist er jetzt gerade hier blöd verrutscht. So, jetzt steht er richtig. Genau, und wir haben uns halt überlegt, der passt perfekt auch in einen Mock. Vielleicht dieses, vielleicht irgendwann anderes. Und dann wird es auf jeden Fall auch erwähnt, dass diese kleine Figur da drin ist. Genau, aber mal schauen, wann wir das öffnen, denn das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, aber jetzt die Box. Und wie gesagt, der Inhalt, ich öffne die jetzt mal. Da kann man das Bad Batch Shuttle übrigens sehen. Genau. Weil, also, ich möchte dazu vielleicht erwähnen, man konnte sich halt drei verschiedene Boxen aussuchen. Das heißt, entweder, ich glaube, es war Ninjago, das andere war eher so Lego City mäßig und halt eine exklusive Star Wars Box. Genau. Und das hier bekam man dann dazu, wieder so eine Figur, eben für dieses Event. Die Nummer 699 von 750, also wieder mal eine coole Zahl. Und ja, das ist so, ich sag mal, ein Wrecker-Fanboy, kann man das so nennen. Ja. Denn, also, der hat hier so ein Wrecker-Print, sag ich mal. Und ich glaube, hier steht, ich liebe Wrecker, war es nicht sowas? Ja, also auf der Rückseite, das können wir vielleicht irgendwann auch nochmal zeigen, auf der Rückseite von seinem Pulli ist halt einfach so ein Omega-Zeichen und dann steht unten drunter halt Love, also ein Herz und dann Wrecker. Genau. Genau. Und in seiner Hand, hast du gerade noch vergessen, da dieser kleine Kristall, man meint halt, es ist ein Kristall, das soll halt so ein bisschen das Stofftier, also ist halt drauf gedruckt, das ist halt das Stofftier vom Wrecker. Genau. Dann hier noch das Event selbst. Könnt ihr mal einfach googeln. Vielleicht wart ihr auch da, könnt ihr auch mal erzählen, ich weiß es nicht. Und dann gab es hier noch drei Polybags, zwei so Mikrobills und Palpatine. Also, den haben wir dann zweimal. Genau. Ist ja an dem sind kostenlos. Und genau. Dann noch ein cooler Stickerbogen mit allen fünf. Und ich finde die Box schon ziemlich cool. Das kann man wirklich so als für seltene Figuren irgendwie nutzen. Ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch was Kleines. Ja, es gab noch diese Aktion mit dem Riesenmosaik. Das war einfach so, die haben mit 200.000 Teilen dieses Mosaik hier gebaut, das auf der Fliese bedruckt ist und das bekam man als Dankeschön, wenn man mitgeholfen hat. Wir würden einfach mal vielleicht wieder so eine Podcast-Folge hochladen. Könnt ihr auch dazu mal eure Meinung sagen. Ja, die wollen wir schon auf jeden Fall auch zeigen. Und dann gab es noch einen coolen Torso und wenn ihr unseren Instagram-Channel kennt, dann habt ihr den bestimmt schon gesehen. Den gab es auch kostenlos, wenn man halt den Store besucht hat. Genau, einfach ganz normal hier mit gelben Händen. Das stört uns vielleicht ein bisschen, weil das ist nicht so Star Wars-like. Aber trotz allem ist dieser Pulli total cool. Und dann hier, gut, gefährt den verdeckt ein bisschen, was da drauf steht. Und da ist halt auch cool mit diesem Gesicht nochmal, mit der Maske. Und auch cool, was halt da drauf steht, weil man sieht es halt, es ist nur dieses eine Event von 2021. Mhm. Ja, jetzt zum Store-Einkauf. Da haben wir nicht so viel, allerdings einige Teile. Wir haben die Pick-a-Brick-Wand gesehen und einige Teile, die wir cool fanden. Und haben wir gedacht, für 10 Euro nehmen wir ein paar mit. Und wir sagen mal so, die Verkäuferin war entspannt und hat uns viel mehr mitgegeben als ein Gestufte. Ich würde sagen, ich tippe da hier mal ein bisschen was aus. Genau, also es sind halt klassische Steine, die wir tatsächlich für unser Mock benötigen. Ganz viel Grau natürlich wieder, diese coolen, kleinen Steinchen, die genau aussehen wie Mauerteile. Auch einmal in Braun, dann noch einmal dieses komische, Braun, sag ich einfach mal. Ja. Genau, diese Teile sind auch sehr, sehr wichtig noch für uns. Ja, braune Fliesen auch, um ein bisschen Dreck darzustellen. Und halt diese Schaufel von diesen Transparenten, die bekamen wir dann auch sogar dazu. Die, genau. Ja, genau, wir durften es etwas kostenlos raussuchen und das war das hier. Das waren halt die. Also viel mehr für 10 Euro und da es per Gewicht gerechnet wird, vor allem solche Teile sind bei Bricklink dann teurer, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ja, ein Set, ich glaube, das hat ein paar Wellen geschlagen und ja, wir finden es klasse. Gefährtin wollte es haben, Gefährtin hat es gekauft, besser gesagt, Gefährte hat es für die Gefährtin gekauft.
Aber wie gesagt, ein cooles Set. Allein schon, wenn man es hinstellen möchte, auch von den Farben her, auch, dass man die Minifiguren ganz unterschiedlich nachher ja, mixen kann, finde ich ganz cool. Und eben auch mit dem Message dahinter. Muss da auf jeden Fall für einen Lego-Fan her. Genau. Also, super Set. Und jetzt das letzte Set. Und das ist ein Geschenk von mir an die Gefährtin. Denn die Gefährtin ist von was Fan genau? Von Pandas? Oder besser gesagt von unserem Maskottchen Poala Panda? Genau, also das kleine Plüschtier. Habe ich damals der Gefährtin auch geschenkt. Sie mag einfach Pandas und Brickets Pandas. Die, ja, die wollte sie schon immer. Und da waren wir im Store. Und ja. Und die gab es nirgendwo mehr. Das heißt, hier im Store ja, haben wir sie tatsächlich nochmal gefunden. Ja. Besser gesagt. Genau. Sind halt relativ süß. Da sind zwei Babys und eine Mama-Panda dabei. Da freut sich die Gefährtin. Oh ja. Was hat das Ganze jetzt gekostet, Gefährtin? Wir haben es ausgerechnet. 280 Euro. 280 Euro. Wie gesagt, VIP-Punkte muss man ja auch noch abziehen. Allerdings super Rabatte. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Der Marauder von 40 Euro für 30. Auch das Schachbrett war 7% günstiger als bei Lego. Die Vitrinen. 15 Euro anstatt 30 Euro pro Stück. TIE Fighter Pilot. TIE Fighter billiger, günstiger. Teile. Der Technics hat war auch nochmal 5 Euro günstiger. Und die Gratis-Sachen, also für 280 Euro, ein gelungener Einkauf, würde ich mal sagen. Wir freuen uns. Wir haben jetzt auch Lust zu bauen. Und dazu werden bestimmt noch einige Reviews folgen. Ihr könnt uns ja mal erzählen, was ihr euch jetzt im Sommer so gekauft habt. Und dann sehen wir uns einfach bis zum nächsten Video wieder. Haut rein, euer Joyforce-Team. Tschüss!